Heute wollen wir uns ein bisschen das Bauen angucken und wollen die Insel weiter erkunden. Das mit den Snap-Punkten, das kann einen hier gerade noch ziemlich verrückt machen. Der will immer an einem Doppelten snappen. Man kann das zwar ausschalten, aber dann ist es sehr ungewiss, ob man tatsächlich richtig landet. Ja, has no support. Jetzt ha habe ich ihn erwischt? Nein, habe ich nicht. Aber ja, also irgendwann kommt man dann dahin, so wie jetzt. Aber es ist wirklich eine Challenge teilweise, ja. Ansonsten sind diese Teile natürlich wunderschön hier. Gar keine Frage. Es gibt Dekor schon so ein bisschen. Und ja, ich habe mir hier Gardinen gemacht. Oder einen Tisch, einen Stuhl. Solche Sachen gibt es schon. Ein paar Blumen gibt es. Wirklich nett. Und es gibt sehr viele Varianten, wie man etwas bauen kann. Wie man etwas überlappend bauen kann. Und das haben sie schon wirklich gut gemacht. Was mich wirklich gerade extrem stört, ist eben dieses Snappen. Das geht jetzt wieder relativ einfach, ja. Das ist okay. Und jetzt haben wir hier haben wir wieder so eine Ecksituation. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Ja. Und theoretisch würde ich vielleicht auch noch mal höher bauen, aber für den Anfang ist das so ganz in Ordnung. Und als ich übrigens die Bauquest gemacht habe, da hat er dann zum Beispiel gesagt, ich soll Wände bauen. Und ich durfte dann nur die normalen Wände bauen. Also diese hier. In dem Moment, wo ich ein Fenster reingemacht habe, also auch, das heißt dann auch Woodwall, aber eben mit Fenster, da hat er das nicht akzeptiert. Und in dem Moment, wo ich wieder etwas abgerissen habe, hat das auch nicht akzeptiert. Es fehlt uns die Alchemiestation momentan. Der Punkt ist, ich habe zwar schon unglaublich viele Wölfe getötet, habe aber nur ein einziges Mal Wolfsblut bekommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Wölfe jagen gehen und natürlich die Welt erkunden hier. Und das werde ich jetzt vorbereiten und dann ziehen wir los. Wer braucht ein Dach über dem Kopf bei diesem herrlichen Wetter? Wir gehen mal eben bei Earkus vorbei und holen uns den Reward für das Building und gucken mal, was er hier von uns will. Except Greater Smelter, Birdfeed. Ja gut, okay, das muss man alles kaufen bei ihm. Ja, hallo, was haben wir denn da? Ambrosia wächst hier einfach so. Okay. Ich bin immer noch sozusagen im Startgebiet hier. Also hier ist Earkus und hier ist dieser Ambrosius-Spot. Keine Wölfe bisher. Ich dachte, in den Bergen finde ich vielleicht eher Wölfe, aber nein. Joa, nehmen wir mal ein bisschen Ambrosia noch mit, ne? Habe ich da jetzt was eingepackt? Das gleiche hatte ich später nochmal mit Lehm. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr das auch hattet oder ob ich hier irgendwas falsch gemacht habe. Guck mal, das ist doch neu hier, diese Pflanzen hier. Entweder ist das einfach nur die Designgeschichte oder wir bekommen was anderes davon. Granatapfel. Eieiei. Ich habe eben noch ein paar von diesen anderen Bäumen abgeholzt. Da hatten die das noch nicht. Nee, ist auch eine andere Sorte Baum da, ohne Granatapfel dran. Guck mal, Granatapfel. Ja, nice. Du hast doch bestimmt noch ein paar Kumpel dabei. Ich höre es doch. Aber ich sehe nichts. Ich sehe sie nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wo? Da. Das war's. Ja, das war's. Okay.
Unsere Granatäpfel. Consumable. Increases Health und Stamina. Manchmal würde ich mir hier gern Marker setzen. Also die Welt ist schon noch leer. Muss man schon sagen, ja. Mehr Granatäpfel da. Die Welt ist schon noch ziemlich leer. Da passiert jetzt nicht so viel, wenn ich hier rumrenne. Aber das Spiel macht einige Sachen einfach gut, finde ich. Also was Design angeht, was hier das Ambiente angeht, in dem wir uns hier befinden, gut gemacht. Das Wasser sieht schön aus. Kannst du nicht meckern. Also was mich ziemlich stört, ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel Holz mache, jedes Holzstück einzeln reinlegen muss. Und wenn du 200 Stück reinlegen kannst, dann dauert das eine Weile. Also 200 Mal auf die E-Taste drücken ist jetzt nicht so witzig, sagen wir mal. Looting hier so, einfach rumrennen und die Sachen mitnehmen im Vorbeigehen. Zack, das ist schon gut. Also da gibt es nichts zu meckern. Und bisher auch soweit ausgewogen von den Materialien, die man braucht. Ich nehme an, dieses Wolfsblut bekommt man nur von speziellen Wölfen. Da oben haben wir etwas. So, jetzt hatte von Ray oder so, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Gesagt, ich soll diese Dinger doch mal mit dem Pfeil abschießen. Busch. Ah, ja, nice. Und es geht doch mit dem Speer auch, oder? Oder? Okay. Ja, geht schon. Okay. Oder einfach nehmen, falls es passt. Huch. Ach nee, das Nehmen galt hier. Oh, guck mal, was ist denn da? Ich glaube, da gehen wir mal hin. Das mit dem Fliegen, das ist schon gut. Ach so, ja, wenn man den Bauhammer drin hat, kann man länger fliegen. Da habe ich jetzt aber leider eben gerade nicht dran gedacht, dass ich den Bauhammer in die Hand nehme dafür. Ihr hattet mir auch in die Kommentare geschrieben, ich soll mal anderes Fleisch essen. Ich hatte bisher hier noch kein anderes Fleisch bekommen. Nur diese Sorte. Ja. Oh, drei Wachen. Die sehen besser ausgerüstet aus. Was haben wir hier? Hermes, der Götterbote. Hermes Blessing. Was auch immer das ist, Hermes Blessing. Bin ich dann besonders schnell oder so? Ich versuche mal, die da anzugreifen. Wir werden sehen, ob die stärker sind als die anderen. Oh ja. Könnte man so sagen, wa? Ja, wir haben bessere Waffen. Ja, ich habe meine Sachen wieder. Ich habe schon diese Kupferdinger gemacht. Kann ich die irgendwie ausrüsten? Das weiß ich nicht, weil im Moment schieße ich immer noch mit den Flint Arrows oder mit den Wood Arrows. Keine Ahnung. Ich lege die mal nach oben. Was macht er? Ja, Hermes, der Götterbote ist. Das hat das was mit Fliegen zu tun. Kann ich länger fliegen oder so? Die haben sich da ja ver... Ich weiß nicht, wie vielfacht. Ja, jetzt sind wir unten. Das sind eine Menge. Oh, und das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Healing Potion wäre jetzt vielleicht eine gute Sache. Aber dafür muss ich erstmal aus deren Range raus, glaube ich. Das mit dem Fliegen und Schießen war eine ganz gute Sache. Was hat denn der da fallen lassen? Das gucken wir uns mal an. Die sind, glaube ich, wieder zurück auf ihren Platz gegangen. Poison Strike Potion. Poison Strike Potion applies poison to melee attacks. Wenn ich das trinke. Nee. Der ist da, der steht da und guckt. Bist du alleine? Okay, das war gut. Das war sehr gut. Das war nicht gut. Oh. Irgendwie werden das jedes Mal mehr Wachen da. Deswegen lasse ich das mal. Ja. Also von hier oben hat man ja einen tollen Blick. Ich bin so ein bisschen, sag ich mal, Richtung nach Hause unterwegs, aber diesmal eben dachte ich mal so hier durch dieses Gebiet durch, Meteora. In der Hoffnung, dass hier Wölfe sind. Also die Welt könnte noch ein bisschen belebter sein oder mit mehr Spots so unterwegs, wo irgendwie wenigstens irgendwas passiert, irgendeine Kleinigkeit. Ja, der Weg scheint direkt hier durchzuführen. Oh. Ach du lieber Himmel. Eieieiei. Was bist denn du für einer? Hallo, mein Freund. Okay. Okay, gut, das kann man abwehren. Das ist ein bisschen ungünstig mit dem, dass der immer nach oben wegflutscht. Er wirft da wieder was? Ja. Kleines Hopsala, wir müssen mal gerade die Potion wechseln. Komm gleich wieder. Komm, gleich können wir weiterkämpfen. Gleich. Okay, das hatten wir abwehren können. Aber ich muss erstmal heilen. Und natürlich will ich nicht, dass du dich resettest. Wo habe ich das mit dem Resetten erwähnt? Nicht resetten. Ich meine, ich könnte mal meine Pfeile probieren, aber er schießt Bow Aim. Also ich weiß nicht, wie ich die anderen Pfeile auswählen kann. Glück gehabt, okay. Okay, ja. Ja, das geht. Okay. Hey, das ist gut hier mit dem. War zwar gar nicht meine Absicht hier, das Schwert auszuwählen. Aber das hat gut funktioniert. Stone und Clay.
Stone und Stone. Ja, da weiß ich aber, wie man einfacher an Stone and Clay kommt. Na gut. Ich gehe mal nach Hause. In der Hoffnung, irgendwo Wölfe zu finden. Aber ich meine, ich kann natürlich noch mal zurückgehen. Wie? Noch einer von euch? Nee, sorry. Ich glaube, da geht's nach Hause. Sorry, ich muss mal gerade wegfliegen. Also für ein paar Steine und Clay muss ich nicht unbedingt. Ach, das hatte ich vergessen. Ich kann ja diesen Jump-Angriff machen. Der verfolgt mich immer noch. Bin ich hier richtig? Ja. Ja, irgendwann wird er schon aufhören. Ja, ich werde zurück auf die Startinsel gehen. Da kenne ich mindestens zwei oder drei Wolfcamps. Und hoffen, dass ich da das Wolfsblut in einem dieser Camps bekomme. Weil hier ist irgendwie nichts. Bessere Rüstung muss her mit der Rüstungswerkbank. Schauen wir mal. Es geht schon so. So. Ja, kommen wir noch durch. Kopis. Ah ja, Kopis für Kopper, für Kupfer. Und fünf Leather Stripes. Hier gibt es bessere Waffen. Ja. Style. Wie Style. Im Moment können wir nur Kupfer. Das ist schon mal klar. Ja, das werden wir jetzt noch bauen. Hab das Material zusammen. Einmal den Speer. Also ich nehme an, das sind die verschiedenen Stufen, die man hat. Kupfer, Zinn, Bronze, Silber, Gold, Eisen, Stahl und Ambrosia. Aber was das hier ist, ja? Keine Ahnung. Vielleicht kann ich dann verschiedene Materialien hier auswählen. Aber Hardwood hätte ich zum Beispiel eigentlich schon. Oder kann ich nichts auswählen? Gut. So, dann haben wir alles für das Schild zusammen. Na, das sieht doch schon mal ganz anders aus. Nice. Sehr schön. Welche Pfeile nimmt der jetzt? Das ist ein Holzpfeil, ne? Ja, er nimmt die. Also ich habe eh nur die, oder das war der Feuersteinpfeil. Ich habe eh nur die dabei. Ja, langsam wird das schon hier mit der Ausrüstung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.